Schönen guten Morgen. Schönen vielen Dank für die Teilnahme zu unserem Webinar heute mit dem Titel From Zero to Hero, How to Train Your SOC Team. Sehr, sehr spannend. Erstmal zu mir selbst. Mein Name ist Sebastian Brabetz. Ich glaube, die Teilnehmer, die ich hier gerade sehe, kennen mich alle. Ich bin in der Geschäftsleitung der MOD IT Services verantwortlich für die Security Services. Und in Bezug zu heute, vielleicht erwähnenswert, wir haben im letzten Jahr in 2020 ein Security Operations Center gegründet als Team für unsere Kunden. Sind da jetzt aktiv 24/7 für unsere Kunden am Security Monitoring und Alerts bearbeiten und hatten dann natürlich auch die spannende Herausforderung, wie man seine Mitarbeiter im SOC dann effizient trainiert. Und da sind wir mit der Cyberbit ins Gespräch gekommen und darum wird sich heute das Webinar drehen an der Stelle. Vielleicht einmal kurz, bevor wir ins Eingemachte gehen, Matthias, du noch kurz zu dir Vorstellung. Ich habe den Matthias Knobelsdorf von Cyberbit mitgebracht. So, wunderbar. Da kam ich jetzt mit rein, glaube ich. Ich hatte eben Audioschwierigkeiten. Ich konnte dich nicht hören. Ich hatte nur noch Cyberbit mitgebracht. Ich switch. Ja, wunderbar. Ich switch zu mir rüber. Matthias von Knobelsdorf aus Hamburg. Ich verantworte für die Cyberbit den Geschäftsaufbau und den Vertrieb in der DACH-Region und freue mich, Ihnen und euch heute kurz unsere Lösung darzustellen. Sehr schön. Zum Ablauf. Wir werden jetzt einfach mal kurz über ein paar Slides und keine Angst, wir werden keine 500 Slides zeigen, nur eine Handvoll einfach mal aufzeigen, wer Cyberbit ist und was die Plattform, was das Produkt ist. Und parallel läuft gerade live eine Cyberbit Masterclass, wo Kollegen von der MOD gerade ein SOC-Training absolvieren. Und da werden wir dann in einer Viertelstunde einfach mal wirklich live reinschauen, live ins Training reingehen und uns mal anhören, was die Teilnehmer gerade machen. Und damit, Matthias, würde ich einfach sagen, übernimmst du mal den Screenshare und startest durch. Viel Spaß an alle. Wunderbar, vielen Dank, Sebastian. So, Cyberbit. Ja, wir haben 2015 festgestellt, dass es einfach Security-Teams nicht wirklich trainieren können, sondern meistens on the job trainieren und ihre Erfahrungen dort im Job machen mussten. Und für uns war es ganz, ganz wichtig, Real-World-Experience zu zeigen und auch den Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, den SOC-Mitarbeitern zu trainieren, wann sie wollen, wann immer sie wollen, und die Möglichkeit auch zu geben, in echten Szenarios, Real-Life-Fires, dort Erfahrungen zu sammeln und zu üben. So, und damit man auch als Team diese Erfahrung sammeln kann, weil das ist ja nicht nur das theoretische und praktische Training, sondern ganz, ganz viel findet ja auch im SOC untereinander in der Kommunikation statt, haben wir unsere Range seit 2015 immer wieder auch auf Basis der Kundenwünsche, Anforderungen weiterentwickelt. So, was ist die Methodologie dahinter? Im ersten Schritt werden die Studenten in theoretischen Labs sich Wissen aneignen können. Das ist ein Selbststudium, in dem sie theoretisch das Wissen aneignen. Im nächsten Schritt, in echten kleinen Netzwerken, wird dann das, was sie theoretisch gelernt haben, praktisch nochmal umgesetzt, erübt. Gerade das bringt ja in der Methodologie die Möglichkeit, dass man es vertieft und lernt. Und im dritten Schritt haben wir große Live-Fire-Exercises, wo man dann unter Live-Fire einzeln oder im Team dann diese Übungen nochmal durchführt auf richtig großen Enterprise-Netzwerken. Dazu komme ich gleich dann nochmal. So, und all das ist ein Dashboard sichtbar. Also der Trainee sieht, was er gemacht hat, auch über einen Zeitstrahl, wie er sich entwickelt hat. Der Manager kann sehen, wo ist der Ausbildungsstand meines Teams. Und ja, hier kommt ganz häufig die Frage, wie ist das mit den Betriebsräten? Auch da sind wir betriebsratkonform aufgestellt. So, und das ist für uns ein Co-Händler End-to-End-Learning-Path. Erst theoretisch Lernen aneignen, dieses Lernen praktisch umsetzen und dann in großen Netzwerken, großen Live-Übungen das dann vertiefen. Wie sieht unsere Plattform aus?
So, wir haben eine Cloud-Solution, die immer verfügbar ist, also keine Vorbereitungszeiten. Man muss nicht zu einem Seminar fahren, man ist nicht eine Woche lang weg, sondern man kann immer trainieren, wann man will, wann man möchte. Wir bieten, gehen wir am Ende des Seminars noch drauf ein, einen sehr großen Katalog von Angriffen. Ja, wir haben in unserem Hauptquartier in Israel rund 20 Reverse Engineers sitzen, die dafür zuständig sind, diese Bedrohungen zu recherchieren und teilweise bis zum Quellcode zurückverfolgen, damit wir das wirklich deutlich und real darstellen können. So, wir benutzen handelsübliche und enterprise-übliche Tools wie Curator, Splunk oder auch bei den Firewalls, Checkpoint oder Palo Alto. Wir haben in diesen Netzwerken weit über 60 Komponenten, die sind dann auch segmentiert. Wir haben Real Traffic auf diesen Netzwerken, arbeiten auf der anderen Seite mit echten Hacker-Tools wie Kali Linux und Metasploit. Wir haben in unserem Katalog die Lernpfade drin. Das heißt, unser Ansatz Zero to Hero bedeutet, dass wir grundlegende IT-Security-Kenntnisse, aber auch für die Experten noch tiefgreifendere Kenntnisse bieten können. Ja, und dann haben wir da auch Lernpfade drin zum Tier 1, Tier 2 Analysten ausbilden. Oder auch nach den Themen Windows Forensiker, Linux und so weiter. Das heißt, da ist eine große Logik dahinter, wie man Mitarbeiter ausbilden kann und schulen kann auf diesen Plattformen. So. Hier nochmal die Dashboards, wo man einfach sehen kann, auch in einem Debriefing, welche Übungen habe ich gemacht, wo war ich gut, wo war ich schlecht, dass man wirklich für sich mitnehmen kann, wo stehe ich, aber auch der Manager mitnehmen kann, wo steht mein Team. Also er kann auch hinterher anhand der Übungen und der Labs, die Mitarbeiter gemacht haben, das auch nach den Industriestandards MITRE ATT&CK mappen. Das heißt, man sieht einfach nach MITRE ATT&CK, wo steht mein Team, wo bin ich gut, wo ist der einzelne Mitarbeiter, um dann dediziert vielleicht auch bestimmte Trainings weiter zu bestimmen. Matthias, kurze Zwischenfrage. Eine Frage, wenn du nochmal ein Slide zurückgehst zu den Technologien in der Cloud quasi, IBM, Splunk, McAfee, Checkpoint. Wie ist das da? Also Kunden haben ja entsprechend ihre eigenen Technologien oder ein Subset davon. Wie kann man sich das genau vorstellen mit dem Training, worauf, auf welchen Technologien man dann trainieren kann? Ja, man kann sich das teilweise aussuchen. Wenn wir jetzt da in ein Szenario nehmen wir zum Beispiel mal Sherlock Ransomware, hat man dann die Möglichkeit auszuwählen, welches SIEM nehme ich, welche SIEM-Technologie oder welche Firewall. Und dann klickt man das sich zusammen und baut dann halt innerhalb dieser Tools sich ein Szenario dann auf. Also das ist frei wählbar. Okay, das heißt, wenn man jetzt nicht eine zu exotische Lösung hat, kann man wirklich in der gleichen Technologie, die man selber auch in der Firma einsetzt, live mal einen Angriff nachvollziehen. Sehr schön, danke, ja. Genau. Wir entwickeln uns ja permanent auch weiter. Zum Beispiel ist ja die Cloud-Angriffe momentan. Wir haben mittlerweile schon auf AWS einige Cloud-Szenarien. Wir sind gerade mit Microsoft dran und diskutieren und werden demnächst auch Azure-Szenarien bilden. Also das, was wirklich handelsüblich ist. Wir haben jetzt nicht jegliches Produkt, aber man muss das so ein bisschen vergleichen. Also die Historie von uns aus der Vergangenheit ist so, dass das Unternehmen, aus dem wir uns gegründet haben, hat früher unter anderem Flugsimulatoren für amerikanische Kampfjets gebaut. Und wenn wir das jetzt hier so sehen, ist das ja wie eine Fahrschule. Das heißt, ich fange an mit einem theoretischen Lernen, wie fahre ich autotheoretisch, Fahrschilder, wie läuft das? Im nächsten Schritt steige ich in ein speziell präpariertes Auto ein mit dem Fahrlehrer zusammen und fahre dann da drauf. Und ob ich jetzt, da lerne ich die Methodologie, wie Auto fahren wird. Und das tut man auf unseren Tools. Sicherlich können wir jetzt 3, 4 verschiedene Autos oder 5 handelsübliche nehmen, VW, BMW, Audi, Skoda als Beispiel. Aber mit einem Hyundai, der hier gerade vorbeigefahren ist, fährt man vielleicht ein bisschen anders, weil der Knopf links oder rechts ist. Aber man lernt, damit umzugehen. Beantwortet das die Frage, Sebastian? Ich denke schon. Kam keine Follow-up-Frage, also vielen Dank. Weitermachen, danke. Gerne.
So, und um einfach mal darzustellen, was wir neben dem Entwickeln des Einzelnen mit unserem Zero-to-Hero-Ansatz sind, dass man einfach seine Fähigkeiten weiterentwickelt, hat man noch weitere schöne Use Cases, nämlich das Onboarding. Wir haben einen neuen Mitarbeiter, der muss in eine spezielle Richtung ausgebildet werden. Da kann man dann auf unserer Range mit diesen Lernpfaden ihm genau vorgeben. Sollst du als Tier-2-Analyst ausgebildet werden oder vielleicht hat das Unternehmen auch bestimmte Vorstellungen, das dann immer nach den MITRE-ATT&CK-Standards, wie man ihn ausbildet. Das heißt, die Onboarding-Time geht sehr, sehr viel schneller. Aber auch schon im Prozess des Einstellens, also nicht, dass man nur weiß, nach den Dashboards, ich bräuchte vielleicht einen Experten in einem bestimmten Bereich, weil ich da blank bin oder weniger Kompetenzen derzeit habe, kann man aber auch schon den Kandidat im Screening auf unserer Range Übungen machen lassen. Zertifikate sind ja schön, aber lass doch den Kandidaten ein paar Übungen machen. Dann erspart man sich durchaus vielleicht auch schon die Interviews, wenn man das im Vorfeld macht, kann daraus screenen. Also ein großer Kunde von uns hat einfach aufgezeigt, dass er rund 50% Zeitersparnisse hat. So, das mal im Groben und Ganzen neben der Darstellung, wie wir lerntechnisch rangehen, wie unsere Range sich aufbaut und was für Use Cases wir haben, würde ich jetzt vorschlagen, dass wir im nächsten Schritt einfach mal eine Masterclass, das ist eine mit einem Trainer geführte Live-Fire-Übungen, einfach mal reingehen. Das heißt, wir gucken uns jetzt die Masterclass an, bevor wir dann hinterher weiter über unsere Plattform und über die Lernpfade und solche Sachen sprechen. Sehr gerne, dann übernehme ich wieder. Ich hatte es eben angedeutet, wir haben live ein Stündchen vor dem Webinar eine Masterclass starten lassen. 7 Kollegen von MOD sind da jetzt seit einem Stündchen schon in so einer moderierten Masterclass. Vielleicht an der Stelle auch nochmal der Hinweis. Masterclass finden regelmäßig statt und kostenlos. Das heißt, jeder kann sich zu diesem Masterclass anmelden und da wirklich mal die Plattform auch live sehen, live lernen und auch wirklich schon live hands-on was lernen an der Stelle. Und ich starte jetzt parallel zu meinem GoToMeeting noch ein Zoom-Meeting. Das ist sehr spannend. Das ist alles live jetzt, wir haben das mal getestet. Ich hoffe, es kommt zu keinen Rückkopplungen, aber so mag ich es am liebsten mit ein bisschen Nervenkitzel. Zack, Zoom öffnet sich. Ich teile sofort dann. So, werde zugelassen. Greife mir den Presenter-Modus und fange an, meinen Hauptbildschirm zu übertragen. Jetzt müsste mein Bildschirm sichtbar sein. Jetzt nehme ich auch an der Zoom-Sitzung teil. Verbindung. Moin. Hallo. Hi in die Runde. Hallo. Ich habe mich jetzt mit dem Webinar live zugeschaltet. Und vielleicht, Jannik, kannst du einfach mal erzählen, was ihr bis jetzt gemacht habt, wo ihr gerade so steht? Ja, klar. Also im Prinzip haben wir heute unseren Tag in der Cyberwirt-Umgebung als Analyst gestartet und direkt am Anfang dann die Info bekommen von einem Unternehmensmitarbeiter, dass er auf seiner Windows-Maschine eine Ransomware-Forderung erhalten hat und dass wir uns das bitte mal anschauen sollen. Genau. Dann kannst du vielleicht ganz kurz die Workstation anzeigen, um zu unser Zuschauer zu schauen, wie das aussieht. Wir haben also hier ein virtuelles Netzwerk, wo wir als SOC, virtuellen SOC praktisch die Meldung bekommen haben, dass eine bestimmte Workstation nicht richtig funktioniert und haben uns direkt zugeschaltet auf diese Workstation und diese Meldung vorgefunden. Wir haben daraus geschlossen, das ist dann eben eine Ransomware. Jan, kannst du gerne weitermachen? Genau, und im Prinzip haben wir uns zu Beginn halt einen Überblick verschafft über das Netzwerk, das relativ groß ist, haben dann unsere Security-Tools gestartet über die Smart-Konsole, die Checkpoint-Firewall und unser SIEM-System, ArcSight in dem Fall, wie Ricard das gerade schon gesagt hat, per Remote-Desktop dann auf den Client geschaltet, um halt zu schauen, ob die Meldung, die er uns gegeben hat, tatsächlich so ist, beziehungsweise um das so ein bisschen nachzuvollziehen. Haben dann geprüft, ob es sich einfach um so eine Fake
ja, Forderung oder sowas handelt, indem wir mal geschaut haben, was sind denn da für Dateien auf dem Rechner. Da konnte man dann auch tatsächlich sehen, dass die Dokumente im Dokumentenordner alle verschlüsselt sind, also eine Endung EasyCrypt haben und alle ungefähr zum gleichen Zeitpunkt das letzte Mal ja, verwendet wurden. Und dann haben wir weiter geforscht und geschaut, welche der möglichen Einfallsvektoren hier möglicherweise genutzt wurden. Also hatten wir ja, Mail-Downloads oder USB-Devices, die quasi Übermittlungsstelle für Malware sein könnten. Und haben dann tatsächlich gemerkt oder gesehen, im Mail-Eingang gab es eine Mail, die ja mit ein bisschen Erfahrung sehr schnell als nicht legit festgestellt wurde oder identifiziert wurde. Ich weiß nicht, ja genau, da kann man es sehen. Der Mail-Absender ist halt eine Gmail-Adresse. Das soll angeblich von einem CFO kommen. Das wirkt halt einfach unprofessionell und ist keine Signatur dabei. Und eine angehängte Doc-Datei. Und das wirkt auf uns schon mal ein bisschen ja, suspicious. Dann haben wir geguckt, ja, welche Dateien als letztes ausgeführt wurden. Und da ist diese Datei halt mit dabei. Und was wir jetzt gerade im Moment machen, wir prüfen, ob dieses Device, dieser Rechner des Users, irgendwelche seltsamen oder ja, ungewöhnlichen Netzwerkaktivitäten hatte und sind dazu in die Checkpoint Firewall gegangen, um ja, so ein bisschen zu vermeiden, dass sich diese Malware im Netzwerk weiterverbreitet. Wäre halt eine Möglichkeit gewesen, jetzt hier das Gerät zu isolieren, sich zum Beispiel dann auch auf den Mail-Server aufzuschalten, die Mails, die möglicherweise auch an andere User zugestellt werden sollten, zu löschen, dass das nicht passiert, dass noch jemand auf den Link klickt und sein Gerät infiziert und halt im Prinzip Absender-IPs beziehungsweise Malicious-IPs, Command-and-Control-Server ja, zu sperren, dass dahin kein weiterer Netzwerkverkehr möglich ist. Und was wir jetzt hier gerade auf dem Bildschirm sehen, ist quasi die Checkpoint-Firewall mit den Verbindungsinformationen des User-Gerätes. Und da sehen wir tatsächlich, dass um 7.07 Uhr zu dem Zeitpunkt, wo alle Dateien auf dem Rechner verschlüsselt wurden, eine Verbindung Richtung, ja, ich glaube, das ist Israel, stattgefunden hat. Und hier stehen wir gerade mit unserer Investigation. Genau, sehr gut, danke. Ja, cool. Vielleicht ganz kurz, Fischer, an der Stelle nochmal für unsere Webinarteilnehmer. Was man hier sehr schön schon sehen kann, ist, dass man jetzt nicht irgendwie in einer Webseite in Fake-Interfaces rumklickt und irgendwelche Multiple-Choice-Fragen beantwortet, sondern der ein oder andere kennt vielleicht die Lösung, hat schon gesehen, oben links diese drei Button. Wir sind hier jetzt wirklich mit einem Juniper, SSL-VPN oder Web-VPN auf einen RDP in eine echte Umgebung mit echten Checkpoints, mit echten Windows-Systemen, Client-Servern, ja, also wirklich sehr, sehr, sehr realitätsnah an der Stelle. Danke. Weiter. Ja, prima, danke Sebastian. Ja, wie wir sehen, wir haben eine externe Verbindung zu der IP-Adresse 199.203. Ich sehe den Bildschirm nicht mehr. Magst du noch mal ganz kurz zu der Firewall gehen? Denn wichtig ist nicht nur die technische Skills der jeweiligen Security-Analysten, aber auch die Dokumentationen zu lernen und gemeinsames Arbeiten, Kollaboration und dementsprechend Kommunikation hier zu haben. Das heißt, ich würde vorschlagen, lass uns nochmal diese IP-Adresse auch hier gleich, das ist die 160, erstmal in unseren Chat von speichern. Und was wäre jetzt der nächste Schritt? Wir wissen, okay, wir haben eine E-Mail bekommen, der hat das geöffnet, er hat seinen PC verschlüsselt, eine Kommunikation zu dieser suspekten IP-Adresse, die externe ist. Was wäre jetzt der nächste Schritt? Also ich würde vielleicht die Firewall einfach entsprechend dann konfigurieren erstmal. Ja, man könnte grundsätzlich sagen, okay, ich möchte diese IP-Adresse sperren und somit verhindern, dass weitere Kommunikation stattfindet und oder halt dementsprechend auch, wenn andere Infizierten da sind, auch, dass die dann damit kommunizieren können.
und sich infizieren vielleicht auch durch die E-Mail. Ich würde aber vorher noch mal gucken wollen, ja, wer hat alles mit dieser IP kommuniziert? Das heißt, gerne die IP-Adresse kopieren und in den Checkpoint-Logs hier wiederum auch danach gucken, ob diese IP-Adresse vielleicht mit anderen Teilnehmern im Netzwerk hier tatsächlich kommuniziert hat oder nicht. Nee, ruhig mit in der Mitte in den Log-Suche, genau, da. Anstatt von der internen IP-Adresse, jetzt suchen wir nach der externen IP-Adresse und würden somit automatisch sämtliche Logs finden, die dann damit zu tun haben. Und wir haben 14 Results, okay. Dann, was haben wir denn da? Magst du vielleicht auch den Smart Dashboard hier vergrößern, damit es dann mehr Platz ist, genau. Sehr gut. Dann können wir die Quelle Source ein bisschen größer machen. Bisschen weiter. Kann man das irgendwie erkennen? Ja. Ich mach das Fenster nochmal dazu. Ich glaube, er meint die Spalte, oder? Genau, ich glaube, du sollst die Spalte. Source. Das ist auch gut, ja, sehr gut. Und Source aber auch, bitte. So, dass wir ein bisschen besser erkennen können. Genau, sehr gut. Was haben wir denn da? Wir haben also CNT4, unsere Windows 10-CNT4 war die Maschine, die Punkt 15, die wir schon gemeldet bekommen haben. Aber sehen wir denn noch etwas Interessantes? Ja, vielleicht mal ganz kurz für unsere Teilnehmer, die jetzt das Intro nicht mitbekommen haben, vielleicht einmal kurz diese Netzwerkübersicht für die Szenario erklärt aufmachen. Das ist dann quasi der Cyberbit-Teil. Man kriegt quasi wie eine CMDB-Asset-Dokumentation, wo man dann in der Übung natürlich auch live wie in einem echten SOC reingucken kann, was hat man für Assets und auch so einen Netzwerkplan, den hoffentlich die meisten SOC-Mitarbeiter für ihre Kunden, die sie betreuen sollen, auch haben. Ja, also man kann hier dann wirklich, man stochert nicht in einer fremden Umgebung rum und muss sich dann irgendwie an den Fingern herbeisaugen, von wo nach wo lief was, sondern kriegt halt auch am Anfang so ein richtig schönes Intro und in welchem Netz befinde ich mich denn eigentlich. Danke. Ja, sehr gut, Sebastian. Genau, wie du schon erwähnt hast, ist praktisch sämtliche Informationen, eine volle Liste, sämtliche Host, IP-Adressen, OS-Systeme, Username, Passwort, dass man auch direkt vor Ort springen kann. Das sind echte Systeme im Hintergrund. Ja? Das heißt, wir haben echte Windows, echte Linux, verschiedene Webserver, Datenbanken, Domain-Controller, einen Exchange-Server, Clients, Windows 10 und so weiter und so fort. Hier alles mit an Bord, wie in ein echtes Unternehmen. Zweistufige Firewall, verschiedene Security-Tools. Und es geht wirklich darum zu erleben, wie echte Malware mit dem Riesenkatalog, was wir zur Verfügung stellen hier, wie das aussehen kann. Und damit man da schon mal Erfahrung hat. Ich mache immer da ganz gern die Analogie mit Fahrschule. Die Theorie ist einerseits sehr wichtig, aber ohne Fahrpraxis in einem speziellen Trainingsauto mit einem dementsprechenden Trainer, der einem hilft, Erfahrung in echten Verkehrsleben sozusagen zu machen, kann man nicht wirklich Auto fahren. Und das gleiche Prinzip wird hier angesetzt auf unserer Cyberbit-Plattform, um demnach hier Erfahrungen zu sammeln. Und danach, wenn es im Produktivleben sozusagen echt passiert, im Produktivnetz, dann bin ich viel, viel schneller, weil ich das schon trainiert habe, ich habe das schon gesehen, ich weiß, was ich zu tun habe, keine Panik und kann gleich sofort loslegen. Immer. Ja, was wir hier auch ja sehen, hatte ich ja schon anfangs bei meinem Teil angesprochen, dass ihr in dem SOC ja auch trainiert, miteinander zu kommunizieren. Und so ein echter Angriff ist ja auch eine richtige Stresssituation für euch. Richtig, genau. Gut, das heißt, wir haben gesehen, jetzt nicht nur die 15 hat mit der IP-Adresse geredet, sondern auch ziemlich genau zum gleichen Zeitpunkt haben wir noch eine zweite IP-Adresse, nämlich Win10-CNT1, also Client 1, hat auch mit der Maschine geredet. Worauf ja, deutet das denn? Dass der Rechner auch infiziert ist? Genau. Wer möchte denn offscreen sozusagen gerne auf dieser Maschine springen? Per RDP und sich das Ganze anschauen und dann ein Update durch den Chat und oder
hier ja, schriftlich oder eben mit der Sprache uns ein Update geben über diesen Maschine. Das kann ich gerne parallel mal machen. Sehr gut, vielen Dank, der Nick. Und auch zu diesem Punkt müssen wir wissen, gab es einen sogenannten Lateral Movement. In der IT-Security spricht man vom Lateral Movement, wenn von einer Maschine zur nächsten gesprungen wird oder ist diese Maschine ebenso anders infiziert worden. Vielleicht auch via E-Mail wie die erste Maschine. Wunderbar. Gut, dann würde ich jetzt sagen, lass uns doch mal auf der erste Maschine nochmal gehen. Sorin, wenn du bitte nochmal den Remote-Desktop-Bildschirm öffnen könntest. Genau, prima. Dankeschön. Und dann sehen wir hier, unsere letzte Suche auf dieser Maschine war, wir wollen alle modifizierten Dateien hier raussuchen, um zu prüfen, ob der gute Herr User 082 hier von dieser Workstation tatsächlich die Datei runtergeladen hat und womöglich ausgeführt hat. Dann würde ich vorschlagen, lass uns ganz nach unten zu dem Zeitpunkt 7 Uhr ein paar zerquetschten runtergehen und langsam nach oben prüfen. Also wir haben hier einfach einen Trick angewendet. In der Suche von Windows kann man einfach sagen, bitte Windows, zeig mir alle modifizierten Dateien. Und dann gibt es so einen Kalender, wo man den Datum wählen kann, ob das die letzten 7 Tage sind oder heute in dem Fall. Und dann kann man sehr schön sehen hier, inwiefern welche Dateien geöffnet und oder halt eben angefasst worden sind. Okay, also 6.54 Uhr, gern noch ein Stück höher. Erst um 7 Uhr ist die E-Mail angekommen. Das heißt, wenn er die Datei runtergeladen hat, kann das erst nach 7 Uhr passiert sein. Gut. Vielleicht an der Stelle nochmal, wir haben den Text hier eben bereit erklärt. Das heißt, man kann jetzt auch wirklich in so einem Lab Aufgaben verteilen. Die Leute können sich auf die Systeme aufschalten. Man kommt per SSH auf die Linux-Maschinen, man kommt per RDP auf die Windows-Maschinen. Wir hatten eben mal die Übersicht gesehen, sprich neben der Netzwerk-Map gibt es ja auch einfach so eine kleine CMDB, wo alle Assets drin sind. Da sind dann halt auch die Credentials drin, genauso wie es eigentlich im echten Leben auch ist. Je nachdem, wie weit das SOC-Team Zugriffe hat und haben darf, wird sich natürlich für Incident Response live auf Systeme geschaltet. Und auch das passiert hier wirklich auf echten Systemen. Ja? Und dann kann man über Zoom einfach hin und her springen. Zum Beispiel könnte der Yannick einfach mal kurz teilen, wie er jetzt auf der Maschine die Malware sucht live. Ja? Und so kann man wirklich echtes Incident Response trainieren. Ja? Genau. Ich habe mich nämlich jetzt parallel auf die andere Maschine geschaltet. Magst du das hier kurz teilen? Ja, dann müsste Sorin einmal entteilen. So, kann man das sehen? Ja, wunderbar. Genau, ich bin jetzt auf dieser zweiten Maschine, CNT1, User 67. Und hier kann man auch sehen, diese Warnmeldung wird angezeigt. Wenn ich jetzt hier in den Outlook-Client gehe, sehe ich auch hier Lopez. Ich glaube, eben war es lewis@gmail.com, also eine ähnliche E-Mail, ebenfalls mit einer angehängten Datei. Sehr und gut, jetzt genau. Würde ich entsprechend auch nochmal prüfen, wie auf der anderen Maschine auch, ob die Dateien verschlüsselt sind. Genau, und wir sehen auch, um 7 Uhr morgens ist diese E-Mail ebenso geschickt worden. Das heißt, diese zwei E-Mails wurden spezifisch geschickt worden an diese zwei Teilnehmer in unserem Netzwerk. Wisst ihr, wie man das nennt, so eine Attacke, wenn es speziell nur wenige gecraftete E-Mail geschickt wird? Phishing-Attack? Eine Phishing-Attack, ja, aber eine spezielle Phishing-Attack. Man nennt das Spear-Phishing-Attack, ja. Spear-Phishing ist tatsächlich, wir wollen gezielt nur bestimmte Personen auspicken, die dann dementsprechend auch ja, diese E-Mail aufmachen würden. Vielleicht sind die nicht so IT-affin zum Beispiel, man hat das rausgefunden. Also typischerweise Angreifer erkundschaften vorher ihre Opfer und versuchen herauszufinden, wie sie am besten reinkommen. Und
ich sag mal so, Kopf gegen die Wand und versuchen reinzukommen durch die Firewall, durch die ganze Security-System, ist es ein wenig erfolgreich meistens. Ja? Und demnach wählen sie spezifische Opfer, in Anführungsstrichen, ja, um dazu, dass die wissen, dass diese Kollegen vielleicht dann die E-Mail öffnen werden und schicken dann ganz spezifische E-Mail, die dann auch schmackhaft ist. Ja? Und wenn da nur wenige E-Mails ganz speziell gezielt geschickt werden, spricht man von Spear-Phishing-Attacke. Ja, cool. Müsste da nicht eigentlich auch irgendwo im Vorfeld schon ein Virenfilter oder sowas drüber gelaufen sein, der diese Mails checkt, die reinkommen? Ja, genau. Das heißt, wir haben keine Meldungen im SIEM oder vom Antivirus bekommen. Wenn wir unten rechts jetzt klicken, sehen wir tatsächlich, dass hier noch ein Antivirus läuft, nämlich McAfee EPO läuft, hat aber nichts erkannt. Das deutet wiederum dahin, dass wirklich diese Malware extra für unser Unternehmen hier gebaut worden ist, um durch den Antivirusfilter auch durchzukommen. Ja, sicherlich ein Tool, was wir leider nicht zur Verfügung haben in diesem Netzwerk, was helfen könnte, das ist ein sehr guter Einsatz, wäre ein URL- bzw. E-Mail-Sandbox-Filter, der sozusagen sämtliche E-Mails vorher bekommt und eine virtuelle Maschine öffnet, so eine Sandbox, und prüft, ob da irgendwelche maliziöse Aktivitäten daraus entstehen. Und wenn ja, würde er diese E-Mail blocken und das Unternehmen wäre sicher, weil es nicht weitergeleitet wird zum Empfänger, der das womöglich öffnen könnte. Und das wäre zum Beispiel ein Tool, der sehr wichtig wäre und genau in dem Vorfall hier geholfen hätte. Allerdings ist es auch immer so eine Erkennungssache. Ja? Wenn das Unterschied zwischen Unternehmen und Hacker ist, dass Hacker Zeit haben. Ja? Die können so lange dann feintunen an ihren Malware, sodass es wirklich durch sämtliche Filter durchgeht. Genau wie diese Antiviren-Scanner online. VirusTotal, danke schön, genau, das habe ich gesucht. Genau wie VirusTotal für Normalbenutzer dort eine Datei hochgeladen werden kann und mit 40 verschiedenen Antiviren getestet wird, gibt es das Gleiche in Underground-Foren und im Darknet, um nochmal zu prüfen, ob seine Malware erkannt wird oder nicht. Und die können so lange dran drehen, bis wirklich alle 40 dann nicht mehr erkennen, dass da genau. Was ist. Passt auch wunderbar zum Alltag. Also wir bieten als Modell das auch für unsere Kunden an, genau solche E-Mails, wenn sie den Kunden komisch vorkommen, zu prüfen an der zentralen Adresse. Und den Fall genau, dass ein Word-Dokument mit Makro, in dem Fall war es ein XLSB, also ein Binary-Excel-Datei, hatten wir erst im Februar. Die ging überall durch. Das war kurz bevor Emotet hochgenommen worden ist, kamen die noch beim Kunden an und wir hatten genau den Fall. Wir haben es dann bei der Analyse, als wir gesehen haben, dass keine Kundendaten enthalten sind in der VM, auch mal auf VirusTotal hochgeladen. Und da haben zwei von paar 40, 50 Virenscanner angeschlagen. Und dann ist das genau der Fall. Ja, sehr spannend. Also was mir hier halt an dem Szenario gefällt, ist, dass es wirklich genauso aussieht wie Sachen, die wir dieses Jahr bearbeitet haben. Ich würde sagen, ich könnte mir das jetzt hier noch eine Stunde lang angucken. Ich möchte aber auch den Teilnehmern vom Webinar nochmal die Möglichkeit geben, Fragen dazu zu stellen und auch über andere Szenarien nochmal zu sprechen. Vielleicht mal abschließend noch mal eine Frage, Alex, an dich oder für die Webinarteilnehmer erstmal. Wir haben hier einen spannenden Mix gemacht, weil die Idee ist, dass diese Plattform nicht nur für hochspezialisierte SOC-Analysten sinnvoll sein kann, sondern auch für sonstige Kollegen. Sprich, es muss kein einheitliches oder super hohes Skill-Level für Training da sein, weil dafür ist Training da, um das teilweise auch erst aufzubauen. Alex, vielleicht kannst du ja noch mal schildern, wie war das für dich so? Du arbeitest jetzt nicht im SOC. Konntest du was Spannendes mitnehmen so bisher? Allerdings, also für mich war das gerade wie so ein Krimi. Und man fühlt sich da so ein bisschen wie ein Detektiv-Sicherheitsbeauftragter. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich habe wirklich eben so ein bisschen Gänsehaut gehabt, zu gucken, wie breitet sich diese Schadsoftware aus? Wie kann man sie entdecken? Wie kann man sie finden? Die ganzen Tools, die es da gibt,
Ja, ich bin echt fasziniert. Sehr cool, ja. Das ist zum Beispiel das ist ein Ansatz, den wir auch bei MOD fahren. Wir nehmen gern mal einfach unsere Supporter, die jetzt nicht im SOC hoch spezialisiert arbeiten, mit in solche Trainings, mit in die Cyberbit-Plattform. Weil selbst wenn am Ende der Alex jetzt nicht der ist, der dann die Firewall-Regeln sperrt und die Malware stoppt, kann er der sein, der am Support schon direkt erkennt, oh, ich habe ja so einen Ransomware-Angriff in der Cyberbit-Plattform mal gesehen. Das sah so aus, da kam dann die Word-Datei, da kam dann plötzlich dieser Makro-Banner, ja, so dass selbst wenn man nicht im SOC der Analyst ist, der am Ende dann die Malware stoppt, schon an der vordersten Front der Supporter entsprechend spannendes Know-how wirklich aus der Praxis von echten Malware-Angriffen einfach mal mitnehmen kann, ja. Oder ich glaube hier den meisten Teilnehmern oder mir, die sowas tagtäglich machen, wir kennen diese Ransomware-Screens, diese Ransom-Notes, die dann sagen, hier ist eine Ransomware drauf. Aber der ein oder andere Supporter hat sowas vielleicht noch nie gesehen, ja. Und sowas mal echt zu sehen in dem Fall kann wirklich unterscheiden zwischen da geistert ein Ticket nochmal 3 Stunden in irgendwelchen Supportgruppen rum, weil der User denkt, er hat ein Excel-Problem oder ein Word-Problem, weil er die Datei nicht mehr aufkriegt, versus es wird sofort an SOC und den Sicherheitsbeauftragten eskaliert, weil ganz klar ist, hier ist gerade Gefahr im Verzug. Aber vielen Dank an der Stelle. Ich würde sagen, wir droppen jetzt einfach mal wieder aus der Masterclass raus. Ich drücke hier gleich auf Verlassen vom Zoom-Meeting. Schon mal vielen Dank in die Runde, ja, dass ihr uns hier so ein bisschen bespaßt habt im Webinar und habt viel Spaß noch beim Rest des Szenarios, ja? Ja, danke schön. Danke, ja, ciao. Ja, danke auch. Sebastian? Genau, sehen wir. Und bevor wir jetzt gleich weitermachen, würde ich einfach an der Stelle schon mal eine Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich habe eben auch mal kurz in den Chat gepostet. Das heißt, jeder Teilnehmer im Webinar müsste irgendwo oben am Bildschirmrand oder an der Seite die Möglichkeit haben, so in diesem GoToWebinar-Bedienpanel sowohl Fragen als auch Chatnachrichten einzugeben. Derzeit sehe ich aber keine, wahrscheinlich weil sich alle den Stream von Zoom gerade angeguckt haben. Und deswegen würde ich sagen, Matthias, mach gern weiter, aber an alle Teilnehmer gerne jetzt jederzeit auch Fragen zwischendurch einstreuen. Wunderbar. So, nachdem wir eben in so eine Schulung reingeguckt haben, jetzt auch hier in das Auditorium die Einladung, einfach mal an einer Masterclass dran teilzunehmen. Sprecht das auch Sebastian an und jederzeit können wir eine Masterclass machen oder auch eine private Trainingssession. Genau, also die Masterclass finden regelmäßig statt, ne Matthias? Das sind quasi die Masterclasses, die public sind. Da kann man sich einfach anmelden. Das sind dann teilweise bis zu mehrere Tage. Man kann sich aber auch nur für einen Tag anmelden. Es ist vorgegeben, welche Szenarien durchlaufen werden. Spannendes Thema auch nochmal, die Szenarien. Und genau, das findet einmal im Monat statt, über 2 bis 4 Tage. Wir machen auch jetzt im Juli unser Summer Camp, wo wir 2 Tage Workshops haben, zu denen man sich auch nur einen Tag anmelden kann. Wie gesagt, sprecht Sebastian darauf gerne an. Der stellt den Kontakt hier. Aber auch, wenn nach gewissen Vorgaben einfach mal einen halben Tag eine private Session gemacht werden soll, sind wir da auch sehr offen. Ganz kurz, Matthias, wir haben eine Meldung. Ein Teilnehmer hat die Hand gehoben. Gerne Mike zuschalten oder hier in den Fragen oder im Chat jetzt live gerne die Frage stellen. Wenn das klappt. Ich sehe jetzt die Frage. Ich habe nicht die Möglichkeit, jemanden freizuschalten. Ich sehe nur dich und mich. Ja, genau. Ich kann mal gucken, ob ich hier jemanden... Verbindung mit Audio hergestellt, also der Fragende kann gerne jetzt seinen Mic entmuten und die Frage stellen. Okay, ansonsten gerne auch im Chat-Window oder in dem geht nicht, aber dann die Frage einfach hier reintippern, dann lese ich sie vor und beantworte sie auch gerne live. Da kommt sie. Ich schreibe im Chat so, die Frage wird jetzt gerade live in den Chat getippert. Derweil, bis die Frage da ist, nochmal wie gesagt, es gibt die regelmäßigen Masterclasses, da kann sich jeder anmelden, kostenlos. Und wir können auch gerne firmenspezifisch eine, sage ich mal, private, nicht öffentliche Masterclass einfach als Training-Schnupperplattform bereitstellen einmal. So.
Da ist, wie aktuell sind die Use Cases in Cyberbit? Ich glaube, das ist wunderbar. Vielleicht kannst du da ja jetzt mal drauf eingehen, Matthias. Kommt, glaube ich, auch in deinen Slides einfach mal das ganze Thema Use Cases, Trainings, Szenarien. Genau, gehe ich gerne drauf ein. Gute Frage. Dadurch, dass wir sehr viele Reverse Engineers haben, entwickeln wir je nachdem ungefähr 6 Labs pro Monat kommen hinzu, und bei den Übungen hängt es davon ab. Also wir müssen jetzt nicht jeden Art von Dragonfly machen, sondern es geht hier um die Methodologie dahinter. So, aber man kann sehen, wir haben seit einigen Wochen schon den Bitcoin-Miner bei uns dabei, und das ist ja gerade erst relativ neu. Also ist als Übung und auch als Lab bei uns da. Das heißt, relativ häufig und oft gibt es Neuerungen bei uns. So, ich hatte anfangs angesprochen, dass man bei uns auf der Plattform nach verschiedenen Arten sich auch ausbilden kann. Wir nennen das sogenannte Learning Paths, wo wir entweder nach Karrieren Tier 1, Tier 2 Analyst ausbilden, machen das aber auch, und das ist relativ einfach, auch für kundenspezifisch. Wenn Sie sagen, unser SOC-Mitarbeiter muss bestimmte Kenntnisse firmenspezifisch haben, dann wird da der Lernpfad danach auch ausgebildet. Andersherum geht es auch nach Themenschwerpunkten. Hier sind nur ein paar aufgezeigt. Wie gesagt, das ist ein Screenshot aus unserer Plattform heraus. Nach File-Forensikern, Windows-Forensikern, Linux-Forensikern. Das heißt, dahinter verbergen sich dann auch spezielle Labs und Übungen jeweils. Kurze Frage, Matthias, zu der Frage von eben. Mit der Aktualität war zum Beispiel auch gemeint, die Malware, also das Szenario, ist da dann eine 3 oder 5 Jahre alte Ransomware oder Malware, oder was habt ihr da so für Szenarien, mit welcher Aktualität so? Relativ aktuell. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Tage es braucht. Das ist natürlich eine gewisse Vorlauf. Man muss ja erstmal gucken, der Angriff muss erstmal bekannt werden. Dann muss man gucken, forensisch nachgehen, wie wird der Angriff aufgebaut, und das in ein Lab rein. Aber ich denke mal, 1 bis 3 Monate spätestens ist das bei uns auch vorhin drin. Und ganz wichtig bei diesen ganzen Übungen, das sind Multistage-Übungen. Das heißt, Richard hat hier uns erzählt, wie ein Angriff, der nur an Dedizierte geht, das File-Phishing, Spear-Phishing. So, und dann die einzelnen Schritte dahinter. Ich zeige das gleich mal. So, jetzt habe ich das hier drin. Hier ist zum Beispiel vorgegeben, wie ein Tier-2-Analyst ausgebaut wird. Wir haben hier den Überblick. Was ist das Wissen dahinter? Wir brauchen 38 Stunden 30 mit 20 Übungen zum Tier-2-Analyst. Wir sehen, was er für Kenntnisse erlangt, was er für ein Skillset dafür wird, und dahinter natürlich auch, was für ein Knowledge er braucht. Und das halt immer wieder nach dem NICE Framework. So, und hier nochmal referenzierend auf deine Frage relativ am Anfang, Sebastian, mit was für Tools wir out of the box arbeiten. Das heißt, hier eine Übung, wenn wir das als Manager für die Teilnehmer buchen, wäre es ja sehr schlecht. Die Teilnehmer wissen dann schon, oha, es ist irgendwie eine Ransomware-Attacke und was da drin ist. Deswegen haben wir Codenamen. Das sieht man oben unterhalb des Bildes Osaka. Also alle Übungen sind nach Städten benannt. Wir können hier sehen, mit was für Netzwerken wir arbeiten. Also hier zum Beispiel Windows 7 Maschinen, Windows 10, McAfee, Checkpoint und ArcSight. Aber man kann auch ein anderes mit Splunk und Palo Alto aussuchen. Also das heißt, man klickt sich hier auch mit den echten Komponenten in dem Netzwerk zusammen, wie man seine Übung konzipiert, mit auch was für Tools man arbeitet. Matthias, kurze Frage noch. Eine Frage: Gibt es Trainings nur für IT oder habt ihr auch schon OT, kritische Infrastruktur, Steuerproduktionsszenarien? Sind wir dran. Es gibt noch recht wenige OT-Szenarien. Mehr
einfach IT. Aber wie ich ja auch gesagt hatte, dass wir auf Kundenfeedback eingehen und auch uns am Markt befassen, dass wir ja auch die letzten Monaten sehr viel Cloud-Szenarien entwickelt haben und entwickeln, wird es auch in die OT weitere Übungen geben. Sehr schön. Eine weitere Frage. Ich habe jetzt auch gefunden, wo ich die Leute entmuten kann und würde den André jetzt einfach mal entmuten. André, möchtest du eine Frage in die Runde stellen? Genau, hi zusammen. Ihr habt ja bisher bei dem Beispiel mit Yannick gezeigt, wie die SOC-Mitarbeiter auf eingehende Logs reagieren. Also in dem Fall wäre meine Frage, lehrt ihr auch, wie man die Assets definiert? Also welche Logs muss man überhaupt aggregieren? Welche sind sinnvoll und wie stellt man das ein oder wie findet man das heraus? Weil also was wir, also ich komme eher aus dem Pentest-Bereich und was wir teilweise sehen bei den SOCs ist, dass sie ja gar nicht alles so aggregieren oder sehen, was wir da wirklich im Netz anstellen. Also die Frage ist quasi, dass die Initialkonfiguration oder auch das Optimieren von SIEMs, würde jetzt mal behaupten, von dem, was ich auch als Teilnehmer von Masterclass und der Plattform schon gesehen habe, ist jetzt nicht im Fokus, das SIEM erstmal zu konfigurieren, weil das auch den zeitlichen Rahmen total sprengen würde. Ich denke aber, was es sehr gut zeigen wird, dass man in der Masterclass ein sauber getuntes und gut optimiertes SIEM hat, woraus man sehr schnell erkennen kann, wenn in den Cyberbit-Trainings immer alles gut funktioniert und man hat genau die Logs am Start und die Aggregation so, dass es einem was hilft und setzt sich dann wieder an seine eigene SIEM-Konsole und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, setzt es auf jeden Fall den Impuls zu zeigen, dass man Hausaufgaben im SIEM-Tuning hat. Und was dann natürlich auch, gerade wenn man die gleiche Technologie wählen kann, den gleichen Tech-Stack, kann man sich natürlich auch einfach mal das SIEM angucken an der Stelle. Aber will da auch nicht ganz allein drüber reden. Matthias, hast du bei den Trainingstracks, ist SIEM-Tuning nochmal ein eigener? Du hast die Frage so beantwortet, oder fast noch besser beantwortet, als ich sie beantwortet hätte. Es ist tatsächlich so, das ist jetzt nicht im Fokus, aber man sieht doch sehr viel Best Practice daraus. Was bei uns auch ganz wichtig ist, ist so, das war das, der Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. In Übungen ist zum Beispiel auch drin, eine Windows-Maschine ist nicht auf dem neuesten Update-Stand und so weiter. Das sind Dinge, wo man sicherlich sagt, Mann, das ist doch so einfach. Aber gerade, weil das so einfach ist, hat man ganz, ganz viel aus den Übungen, was man mitnimmt, ach ja, wir müssen die neuesten Patches runterladen. Wir müssen. Also da liegt der Fokus nicht auf, wie sieht das perfekte SIEM aus, sondern wie ist die Übung, aber da nimmt man trotzdem viel mit. Super, im Anbetracht der Zeit würde ich sagen, lass uns die letzten ein, zwei Slides noch machen, bevor wir da nochmal in eine allgemeine Fragerunde gehen. Ich habe nämlich jetzt auch den Endmute-Button gefunden und entmute dann gerne auch alle oder jeden, der noch eine Frage persönlich stellen möchte. So, das hatten wir ja hier schon eben live aus der Masterclass heraus gesehen. Was mir noch ganz wichtig ist, ist, dass ich zeige, dass wir aufzeigen nach der Matrix der MITRE-ATT&CK, wo wir als Einzelindividuum stehen, aber auch, wo der Manager sehen kann, wo sein Team steht. Das heißt, wir haben alle möglichen Übungen und Labs diesen einzelnen Punkten der Definition von MITRE-ATT&CK zugeordnet. Und dann kann man auf diesem Dashboard dann das Team oder auch die einzelnen Mitarbeiter sehen und sagen, wo Stärken sind, wo Schwächen sind. Und dementsprechend kann ich dann auch entsprechend aus der Manager-Sicht gegensteuern, in welche Richtung ich mein Team entwickeln möchte. So, und wenn man jetzt hier reinguckt, wie wir unsere Szenarien auswählen, sieht man wieder, wir können nach Rollendefinitionen gehen, wir können aber unten auch nach den Netzwerkkomponenten gehen. Wir haben einen sehr, sehr großen Katalog. Wie gesagt, es kommen ständig und das auch sehr up-to-date neue Labs und auch neue Übungen hinzu. Und bin jetzt für meinen Teil von der Darstellung, was kann unsere Plattform für dieses Webinar durch, möchte den doch die Frage- und Antwortenrunde eröffnen und wie gesagt, unser Angebot gerne an einer Masterclass teilnehmen. Das ist wirklich ein Hands-on-Workshop, wo man ins Detail reingeht, aber auch
stelle ich das gerne nochmal dediziert in einem POV oder in einer Demo gerne vor. Sehr schön. Also, wir haben eine Handmeldung und jetzt kriege ich auch das Entmuten hin. Deswegen wird die Lara jetzt entmutet. Hallo. Dankeschön. Hallo, guten Morgen zusammen. Ich habe eine Frage und zwar diese einzelnen Übungen. Kann man die alleine machen? Kann man die mit mehreren machen? Kann man sich Hilfe dazu holen vielleicht sogar, wenn man in so einer Übung ist? Wie kann ich mir das vorstellen? So, also das ist aufgebaut in drei Schritte. Die Labs macht man alleine. Da ist immer eine Hilfe mit dabei, also jetzt nicht ein reeller Trainer, sondern es ist letztendlich die Feedbacks dabei. Du kannst dir Tipps geben lassen, du kannst dort nachschlagen. Das ist eine Do-it-yourself-Übung. Wenn wir aber in die richtigen Live-File-Exercises reingehen, die kann man alleine machen, die kann man aber auch im Team machen, um eben auch das SOC-Team zu trainieren, wie man miteinander kommuniziert. Stresstests und so weiter. Das sind Übungen, die man in der Gruppe macht und gerne auch mit einem Trainer zusammen. Und unser Offering ist, wenn wir das Kunden verkaufen, dass wir auch zusätzlich train the trainer. Das heißt, ein oder mehrere Mitarbeiter des Kunden können auch selber ausgebildet werden, dann als Trainer diese Übungen zu begleiten. Genau, kann ich auch ergänzen. Ich verantworte ja selber einen Zock jetzt. Den Yannick als Teamleiter da drauf, aber am Ende muss ich da auch die Qualität sicherstellen. Ein Grund, warum wir als MOD selber die Cyberbit-Plattform eingekauft haben und wir können dann quasi auch für unsere Mitarbeiter Trainingstracks vorgeben. Man hat es eben gesehen, das eine sind die Szenarien, wo man einfach mal wirklich so ein Szenario starten kann. Das andere sind aber auch Lernpfade. Da kann man Technologien vorgeben und sagen, trainier mal bitte die Analyse-Schritte für Windows oder Linux. Man kann aber auch Pakete auswählen, zum Beispiel einen SOC Tier 1, Tier 2, Tier 3 Analyst, der da verschiedenste Pakete wirklich aneinandergereiht hat, die einfach sinnvoll sind, um komplexe Vorfälle zu analysieren. Und da kann man seinen Mitarbeitern auch wirklich vorgeben, trainier mal bitte im nächsten Jahr die folgenden Pakete, die folgenden Stränge, kann das zentral nachhalten. Und dann können sich die Mitarbeiter halt auch da quasi einfach mal verabreden. Man kann sagen, ein Tag im Monat ist das Gruppenlernen, wo live parallel, wie eben zu sehen, an Szenarien gearbeitet wird. Und dann halt, wie gesagt, das Angebot sowohl von Cyberbit punktuell auch Live-Klassen zu führen, aber auch MOD. Also auch das könnten wir dann anbieten, dass wir solche, wie eine Masterclass, solche Trainingssessions dann begleiten und wirklich, ich sage immer gern, die Einstiegshürde nehmen. Ja, weil wenn man komplett in so ein Self-Learning gesteckt wird, kann es auch manchmal einfach sein, dass man irgendwann nicht mehr weiterkommt oder es keinen Spaß macht. Und ich denke, der gesunde Mix macht es, weil das Schöne wiederum am Self-Service und am Self-Learning ist, man kann es einfach mal eine Stunde oder einen Tag einschieben, spontan. Dann ist irgendwie eine Urlaubsvertretung wieder zurück oder eine krankheitsbedingte Vertretung ist vorbei. Man hat plötzlich einen Tag, wo man sich nichts eingeplant hat und kann sagen, so, jetzt kann ich einfach mal meinen Cyber-Betrack weitermachen und nochmal ein paar neue Techniken lernen. Weitere Fragen? Ich sehe gerade keine Handmeldung. Eine kam noch über den Chat rein. Das eine Thema, die hatten wir schon beantwortet. Vielleicht, Matthias, die Frage passt grob in die Richtung vom Lizenzmodell. In welcher Konstellation kauft man jetzt eure Plattform ein? Das ist ein Named-User-Modell. Das heißt, für die einzelnen Mitarbeiter gibt es dann eine Named-User-Lizenz. Die ist dann über die Laufzeit, in diesem Fall ein Jahr, einfach gültig und der kann so viele Labs, so viele Szenarien machen, wie er mag. Da sind dann auch keine weiteren Supportkosten oder Lizenzkosten für die Tools dabei, sondern einfach Named User Lizenz, also wie ein All-You-Can-Eat-Buffet, wenn wir jetzt den Beispielen bleiben. Die andere Variante ist so, wenn man im Unternehmen viele verschiedene Mitarbeiter einmal im Quartal oder wie auch immer trainieren möchte, gibt es auch die Alternative zum Named User. Das sind die sogenannten Classrooms, wo man dann man kauft ein Tageskontingent von Classrooms ein und trainiert dann von morgens bis abends bis zu 10 Mitarbeiter. Okay, danke.
Eine andere Frage kam hier noch über die Fragefunktion rein. Wie sieht das Ganze aus in der Vorbereitung? Also wenn ich die Plattform jetzt mir anschaffe für mein Team, muss ich da jetzt irgendwie VPN-Tunnel zu euch aufbauen? Muss ich irgendwie mir das noch alles zurecht konfigurieren? Was ist so die Zeit, bis es startet? Ich würde die Frage an dich weiterspiegeln, weil du bist ja Kunde und ihr habt ja gekauft und ihr habt da relativ schnell danach gestartet. Fair point, okay. Was wir gesehen haben ist, es gibt nach der Beschaffung einen Onboarding-Call. Das heißt, jemand von Cyberbit nimmt sich Zeit, wirklich mal, ich glaube, 3 Stunden, das Ganze onzuboarden. Und es hat halt den Charme einer Cloud-Plattform. Sprich, im Endeffekt steht alles schon. Wenn man die Lizenz erworben hat oder die Named Accounts erworben hat, kann man sich am Ende des Tages die entsprechenden Tech-Stacks dort wünschen. Das wird einmal im Hintergrund zum Start der Laufzeit dann konfiguriert und ab dann kann man eigentlich sofort reinspringen. Ich glaube, die einzige Zeit, die man sich nehmen sollte, ist einfach mal zu gucken, klappt aus meiner Firma die Verbindung auf die URLs, kann dieses SSL-VPN aufgebaut werden, nicht dass irgendeine allzu strikte Security-Policy oder Web-Filtering das blockt, da muss man vielleicht mal noch eine URL freigeben, aber im Endeffekt kann man dann sofort starten. So war es auch bei mir in der Masterclass, also am Ende des Tages, wenn man die Masterclass mal verfolgt, macht man genau das Gleiche, was man auch später mit einem Named Account machen würde. Und wenn das gut klappt, kann man eigentlich aus meiner Sicht sofort lostrainieren. Wir haben, wenn man dann in die Übung reingehen möchte, das ist letztendlich auch, wenn man ein Lab macht, man hat ja eben bei mir die Oberfläche gesehen, sucht man sich das Lab aus, Start Now, und dann innerhalb von 2 bis 3 Minuten ist die virtuelle Umgebung aufgebaut. Das heißt, man hat keine Reisezeiten, keine Rüstzeiten, gar nichts und kann einfach mal eben so starten. Bei diesen Live-Fire-Übungen, bitte? Wir haben noch eine Frage, aber zuerst mal fertig. Nur wollte ich sagen, bei den Live-File-Übungen muss man natürlich, kann man als Manager dann dem Team das zuweisen. Da muss man halt gucken, wie schnell kann das Team reagieren, wann hat das Zeit. Aber letztendlich in der Cloud baut sich das alles recht schnell auf. Okay. Weitere Frage zum Lizenzmodell, ob man die Named Accounts und dann diese Exercise-Tage auch kombinieren kann. Absolut, absolut. Das kann man beides kombinieren. Machen einige Kunden, weil man hat ja einen SOC, was weiß ich, eine gewisse Größe hat, die will man vielleicht tagtäglich trainieren lassen, aber für einen Teil der IT oder andere Mitarbeiter in einem bestimmten Turnus kann man beides miteinander kombinieren. Genau, und ich kann an der Stelle auch nur sagen, wie so oft, einfach mal mit uns drüber sprechen. Ja? Am Ende kann man oft sehr viel ermöglichen und mixen und matchen, selbst wenn irgendwo in der Preisliste das Line-Item so nicht genau in dem Kombipaket steht. Im Gespräch kann man oft sehr, sehr viel ermöglichen einfach. Ja, also wir haben das auch angestrebt, quasi diese Trainingstracks für unser SOC ein Jahr aus komplett laufen zu lassen, unterwegs zu gucken, wie ist der Fortschritt, welche Klassen haben die Mitarbeiter auch absolviert, um dann auch zu gucken, dass alle auf dem gleichen Level sind, die gleiche Sprache sprechen und dann so alle viertelhalbe Jahr mal so einen Trainingstag einzuschieben. Aber man könnte genauso gut mal eine Trainingswoche mit dem gesamten Team machen, wo man dann die rauszieht und nochmal intensiv trainiert. Sowas lässt sich alles organisieren an der Stelle dann. Sehr schön. Weitere Fragen? Handmeldung gibt es gerade keine. Eine offene Frage habe ich nicht. Wir sind 2 Minuten vor Ende, aber wir bleiben da auch im Notfall, bis jede letzte Frage beantwortet ist. Also gerne noch Last-Minute-Fragen einwerfen. Ansonsten sollten wir, glaube ich, jetzt einfach auch einen sauberen Abschluss machen. Ich möchte mich einfach bei allen Teilnehmern bedanken und bei den Demo-Göttern, ja, dass das mit dem Live-Zuschalten in eine Zoom-Session während einem GoTo-Webinar geklappt hat, dass es keine Rückkopplung gab an der Stelle. Matthias, auch bei dir, ja, vielen Dank, dass du da warst. Das ja. Video wird wie gehabt auf unserem YouTube-Kanal publiziert. Sprich, einfach youtube.de, youtube.com, MODIT eingeben. Man sieht unser Logo und ich denke mal so bis Ende der Woche habe ich das hochgeladen, das gerne auch nochmal reingeguckt werden kann. Und das Angebot natürlich jederzeit auf uns zuzukommen bezüglich der Masterclasses oder auch mal einem hausinternen kostenlosen Live-Training, um die Lösung intensiv kennenzulernen. Matthias, du noch letzte abschließende Worte? Von meiner Seite vielen, vielen Dank.
Ich lade auch zum Summercamp, das ist die Sommermasterclass ein. Sebastian hat die Einladung. Bitte sprecht ihn einfach darauf an. Vielen Dank für die Teilnahme heute. Ich hoffe, es war spannend.